reicht's aber. Komm her. Komm, Poisi, Pussi, Poisi, Pussi. Böser Pestspeichel Waran. Bei Fuß, du Kröte. Gleich wird Papa ungemütlich. Jetzt reicht's aber. Komm her. Komm, Poisi, Pussi, Poisi, Pussi. Ach, dieser imbezile Dummfrosch. Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. Von hier aus komme ich da nicht ran. Jetzt heißt es, sich sputen. Hast du eine neue Yoga-Übung erfunden? Ich stecke fest. Kein Problem, das haben wir gleich. Was? Au! Autsch! Was war das nun schon wieder für ein Ungetüm? Mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Alles in Ordnung bei dir? Bitte töte mich! Ha, demnach lebst du noch. Gut. Hier, nimm das, dann geht's dir gleich besser. Du bist ein guter Mensch. Oh, quel douleur, quel mief. Oh je, was ist denn nun los? Aufhören, bitte aufhören. Aufhören! Bitte aufhören! Aufhören! Bitte aufhören! Aufhören! Bitte aufhören! Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren, falls du ein Gehirnimplantat bitte hast. Aufhören! Hey, du da! Was treibst du hier? Wer? Ich? Ja, natürlich du! Oder siehst du hier noch jemanden, der hier nicht hin... Stillgestanden! Oberkontrollrad an Deck! Lassen Sie gut sein, Argus! Ulysses! Herr Inspektor, darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Tja, wenn ich es wüsste. Lassen Sie das Gestammel und machen Sie sich gerade. Ich dachte, wir hätten besprochen, dass alles bereit ist. Sobald ich ankomme. Das ist es auch. Bislang hatte ich den Eindruck, Sie seien ein zuverlässiger Mann, Cletus. Tun Sie sich einen Gefallen und zerstören Sie diesen Eindruck nicht. Sie wissen, die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geknüpft. Der Ältestenrat darf nie erfahren, dass Deponia bewohnt ist. Wo
Wo ist zum Beispiel Ihre Begleitung? Sie wollen sie mir noch vorstellen? Ach, meine Assistentin. Sie hatte noch was vergessen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Vergessen? Himmel, Klites. Ich dachte, sie hat ein Gehirnimplantat. Sie haben für sie gebürgt. Aber eingeweiht ist sie doch bereits, oder? Oh, ja, selbstverständlich. Komplett instruiert. Alles paletti. Kein Grund zur Veranlassung. Hoffentlich. Argus, sorgen Sie dafür, dass die Assistentin die Aufstiegscodes ins Implantat geladen bekommt. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Und haben Sie ein Auge auf die Zivilisten? Ich gehe nun duschen. Es wird wirklich Zeit, dass dieser Drecksplanet endlich gesprengt wird. Rühren! Was ist los, Kletus? Sie wirken nervös. Nervös ist gar kein Ausdruck. Gold stimmt der Verlobung nur zu, wenn sie mich begleiten darf. Nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel. Und das finden Sie lustig? Warum nicht? Sie werden es ihr ja hoffentlich wieder austreiben. Sie kennen sie nicht. Herrschaftszeiten, Kletus! Ulysses wird uns beiden... Ulysses darf nichts davon erfahren. Goal muss nur in ihrer Kabine bleiben. Solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt, ist alles in Ordnung. Es gefällt mir trotzdem nicht. Und wenn sie beim Überspielen der Aufstiegscodes ein Backup ihrer Erinnerungen machen, so könnten wir ihre Erinnerung bei Bedarf einfach wieder zurücksetzen. Später. Ein Backup von ihrer Bewusstseinsdatasette. Und von den Aufstiegscodes. Ja, das könnte funktionieren. Eine Woche da unten und schon stinkt alles nach Kot. Zum Glück ist bald Schluss damit. Und Goal kann auf einem saubereren Planeten leben. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Kot finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos. Die Lautlosen sind nun mal die Schlimmsten, na und? Verdammt! Da muss ich mich wohl auf mein detektivisches Gespür verlassen, um Ulysses nicht über den Weg zu laufen. Oder ich folge einfach der engelsgleichen Stimme da, durch diesen Durchgang da vorne. Goal hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Der Elefant, der seine Stoßzähne für dieses Klavier gelassen hat, litt offenbar unter starker Karies. Fast jede zweite Taste ist schwarz. Gibt's denn hier keinen Zahnarzt? Ich nenne es Etüde für Goal in A7 oben kariös. Ich nenne es... Klopf, klopf. Darf man eintreten und beim Duschen stören, meine bezaubernde... Silhouette eines alten, nackenbehaarten Mannes. Hey, Dad. Ich wollte mit den anderen für ein paar Tage auf den schwebenden Gärten zelten. Nur zu. Solange du nicht wieder die Parkwächter zu Musikdatasettenspielern umprogrammierst. Du bist der Beste. Ciao. Oh, nicht doch. Scheibenkleister, ich habe sie verpasst. Hey, wer ist da? Was haben Sie hier verloren? Zimmerservice. Ein Klon? Sind etwa die Dienstbots wieder defekt? Ja, es grassiert gerade eine Robokulose-Welle. Sehr ansteckend. Auf Ebene 5 husten sogar schon die Toaster. Ist das so? Ach, egal. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Sehr wohl. Gänsehaut. Ob das bereits die Verlockungen des potenziellen Amtsmissbrauchs sind?